Hallo zusammen! In unserem heutigen Lerntipp stellen wir eine weitere Lesemethode vor, die du vielleicht noch nicht kennst oder auch noch nicht nutzt, nämlich die sogenannte SQ3R-Methode. Nun müssen wir natürlich erstmal damit anfangen zu erklären, was ist denn bitte die SQ3R-Methode überhaupt? Dass sie mit Lesen zu tun hat, hatte ich ja gerade schon gesagt. Es ist eine Lesestrategie, die auf den amerikanischen Pädagogen und auch Psychologen Francis P. Robinson zurückgeht. Der hat im 20. Jahrhundert gelebt und hat Mitte des 20. Jahrhunderts diese Lesestrategie verfeinert, entwickelt und ihr auch diesen Namen gegeben, war ungefähr 1946, ist also ja, schon ungefähr 80 Jahre alt. Es ist eine Lesestrategie, die sich mit dem Verstehen und dem Behalten der Inhalte beschäftigt. Also einmal Verstehen dessen, was man liest oder gelesen hat, und dann auch das Speichern der Inhalte im Kopf. Es ist Lesen in mehreren Phasen und es bedeutet auch, wie wir gleich sehen werden, wenn wir die Phasen durchschreiten, viel Eigeninitiative dabei. Es ist also nicht nur das einfache Lesen. Es ist also ein wesentlicher Unterschied zum Beispiel zu unserem Lerntipp, dem Speed Reading, was wir auch schon vor ein paar Monaten oder so gemacht haben. Da stand ja das schnelle Lesen im Vordergrund, wo man sich nur mit ganz schneller Lesegeschwindigkeit auf den Text, auf das Tun des Lesens konzentriert. Hier steht eher das intensive Lesen im Vordergrund und das Tun nebenbei. Also was man eben tun muss, das erklärt uns jetzt diese Übersicht, wie funktioniert denn SQ3R überhaupt? Sie ist in 5 Schritten unterteilt, die hier einmal kurz zusammengefasst sind. Und wichtig ist auch, nur alle 5 Schritte in Kombination lassen diese Methode auch funktionieren. Erster Schritt ist, ich habe ein Buch, ich habe einen Text, einen Inhalt, den ich mir durchlesen muss. Ich muss mir einen Überblick verschaffen. Ich muss mir die Überschriften angucken. Gibt es Zwischenüberschriften? Gibt es Kapitel? Ich muss Hervorhebungen sichten, vielleicht auch Bilder oder Grafiken. Das ist Schritt 1. Da lese ich also noch nicht selber. Dann im zweiten Schritt muss ich Fragen entwickeln. Überschriften in Fragen umwandeln. Eigene Fragen klären. Eigene Fragen klären. Was fällt mir zu diesem Text ein? Was habe ich jetzt für Assoziationen damit? Überschriften vielleicht in Fragen umwandeln, wenn mir bestimmte Fragen aufbrechen im Kopf, weil ich diese einzelnen Abschnitte jetzt so erstmal nicht verstehe. Die schreibe ich mir auf. Dann erst lese ich abschnittsweise genau. Aufmerksam lesen und dann natürlich ganz wichtig bei jedem Text, den man vielleicht nicht auf Anhieb versteht, Schlüsselbegriffe markieren und am Rand Notizen machen. Kennt man auch immer mit den Textmarkern arbeiten, wenn man das natürlich darf in einem Buch. Wenn man ganz viele Blätter hat, dann ist das in der Regel nicht so ein Problem. Ich muss also abschnittsweise genau lesen. Dann im vierten Schritt rekapituliere ich das, was ich gelesen habe. Was konnte ich also dem Abschnitt entnehmen? Ich lese auch abschnittsweise, das heißt Kapitel für Kapitel, Absatz für Absatz, Stichwort, also Abschnitt für Abschnitt. Und dann rekapituliere ich auch sofort. Ich rekapituliere nicht schriftlich, sondern erstmal mündlich für mich selber. Das ist der vierte Schritt. Und im fünften Schritt rekapituliere ich den Text komplett. Was habe ich gelesen? Was ist relevant für meine Fragestellung? Also ich habe ja immer Regel einen Kontext, um den es geht. Ich habe zum Beispiel ein wichtiges Geschichtsreferat zu halten und muss mich da mit Inhalten versorgen. Dann geht es um einen bestimmten Themenpunkt und aus meinem Text, den ich gelesen habe, muss ich natürlich die relevanten Inhalte rekapitulieren, denn nicht alles aus dem Text ist wahrscheinlich wichtig. Das wiederum muss ich dann schriftlich machen. Jetzt können wir nochmal einen Überblick verschaffen, warum heißt das denn jetzt SQ3R-Methode? Also rechts siehst du nun die Worte, aus der die Abkürzung dieser Methode eben herrührt. Survey kommt vom Überblicken, englischen Überblicken.
S also, dann Question, ja, dann stelle ich mir eben Fragen, entwickle selber Fragen, meistens sind das auch W-Fragen, aber auch eben einfache Fragen, die so aus dem Sachzusammenhang sind. Dann ist Read natürlich das Allerwesentliche, steht auch in der Mitte dieser Methode. Dann das Recit, im Grunde genommen das Rezitieren, also das Wiedergeben, aber im mündlichen Stil. Das mache ich am besten auch gerne bei dieser Methode gegenüber jemandem anderen, also der mir zuhört, der muss aber selber diesen Text gar nicht gelesen haben. Und Review ist der fünfte Punkt, also die 3 R, Read, Recit und Review. Der fünfte Punkt, das ist dann der Rückblick sozusagen. Nun, zum Schluss möchten wir noch kurz über Vor- und Nachteile dieser Methode sprechen. Die Wirksamkeitsstudien auch im Anschluss an diese Theorie des Pädagogen haben gezeigt, dass durch diese Lesemethode tatsächlich wesentlich mehr Inhalt im Gedächtnis bleibt. Das ist also ein großer Vorteil. Ich lese eben nicht nur, sondern ich beschäftige mich auch sehr intensiv mit dem Text. Der Nachteil ist wiederum, es ist sehr aufwendig und zeitintensiv, also nicht für das schnelle Wissen anwendbar. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil dieser Methode. Es gibt Abwandlungen dieser Methode, nämlich die SQ4R-Methode oder auch die PQ4R-Methode. SQ4R hat noch diesen vierten Punkt mittendrin, Reflect. Da reflektiert man auch für sich selber erstmal auch wieder im eigenen Kopf, was habe ich da überhaupt gerade gelesen. Und die PQ4R-Methode, die nahezu das gleiche ist, da steht das P für Preview. Wichtig ist neben dem Durchlaufen aller Schritte, dass du letzten Endes die SQ3R-Methode nur anwenden kannst für längere wissenschaftliche Texte und für Informationswissen. Das heißt, wenn ich eine Literatur habe, die ich lesen muss, dann eignet sich diese SQ3R-Methode eher weniger. Ja, wenn ich ein Deutschbuch lese, eine Literatur, Faust, was auch immer, Werther, keine Ahnung. Sondern es geht in der Regel um Wissensvermittlung. Das war die SQ3R-Methode. Wenn dir unser Lerntipp wieder etwas gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn du unseren Kanal Lernexperten Soest abonnierst oder uns oder uns ein Like dalässt. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.